denen Designer, Informatiker und Sozialwissenschaftler kompetenzübergreifend zusammenarbeiten. Wir freuen uns, eines unserer Beiratsmitglieder begrüßen zu dürfen, Markus Feigl, Geschäftsführer der Synapsis Interactive Kreativagentur hier in Münster. Ich erzähle ein bisschen was zu Markus, bevor er euch zum Thema was erzählen will. Markus studierte hier im Fachbereich visuelle Kommunikation und gründete anschließend mit Partnern die Synapsis Kommunikationsagentur. Als Spin-off dessen wurde vor ungefähr 9 Jahren Synapsis Interactive gegründet. Markus betreut außerdem oder betreute als Dozent verschiedene Projekte hier im Fachbereich in dem Bereich digitales Marketing. Einige von euch kennen ihn vielleicht auch noch, vor knapp 2 Jahren betreute er den größten Funktionsselig Brand App. Markus ist nicht nur Geschäftsführer, sondern übernimmt auch die Verantwortung für die Konzeption in der digitalen Kreativagentur. Er sieht den Fokus seiner Arbeit im digitalen Marketing für Marken und deren Produkte. Immer im engen Zusammenspiel mit Werbern, Verlegern, Vermarktern und verschiedenen Mediaagenturen. Markus ist in verschiedenen Arbeitskreisen des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft aktiv, auch noch woanders als Speaker und Podiumsgast tätig auf verschiedenen digitalen Events. Und zudem Juror in digitalen Wettbewerben wie den Deutschen Digital Award und den Challenge Award. Heute spricht er über das Thema Augmented Reality, also die Technologie der erweiterten Realität. Ein Thema, das ihn sehr begeistert, und über die vielen Möglichkeiten möchte er heute mit uns sprechen. Vielen Dank, ich gebe weiter an Markus. Ja, cool. Hört ihr mich? Auch übers Mikro oder hört ihr mich nur so, wenn ich hier so spreche? Eigentlich geht das, oder? Cool. Also das Ding hier, das habe ich, als der Saal noch leerer war, das sieht man ja gerade mit so einer App, Just the Line von Google, die aber lustigerweise auch im iPhone irgendwie verfügbar ist und auch läuft, habe ich das in die Luft geschrieben. Das ist jetzt allerdings weg, wenn man die App zumacht. Leider speichern kann man es noch nicht. Das zeigt nur irgendwie, wie gut eigentlich schon funktioniert, dass man irgendwie Dinge im Raum positioniert, die dann auch da bleiben. Da kommen wir nachher zu. Ihr habt mit mir gemeinsam, dass ich diesen Vortrag jetzt zum ersten Mal halte, weil ich immer wieder neue Sachen aufnehme. Das heißt, wenn ich ab und an mal vielleicht leicht stocke, kann das sein, dass ich gar nicht weiß, dass jetzt ein bestimmtes Video kommt. Ich bitte, das zu verzeihen. Wenn ihr aber Fragen stellen wollt, könnt ihr das gerne machen. Was ich gern machen würde mit euch, ist, dass ich versuche, mich zu beeilen und ihr dann und wir nachher einfach mal diskutieren. A, was ihr von dem Thema haltet, was ihr von der Sache haltet. Das war nicht gelogen, dass ich sage, Augmented Reality finde ich großartig. Das hat einfach damit zu tun, dass ich wirklich viel im digitalen Marketing gemacht habe und immer noch tue und dass mit Augmented Reality User Experiences möglich sind, die zum ersten Mal, finde ich, einigermaßen native mobile sind im Marketing. Und das macht mir unendlichen Spaß, weil ich ja immer noch so ein Spielkind bin, wie zu der Zeit, als ich hier fotografiert habe ich hier auch, als ich hier studiert habe. Und ich fand das großartig, mich einfach mit tausenden Dingen zu beschäftigen. Und eins davon, das war der erste Computer, mit dem ich tatsächlich Maschinensprache programmiert habe. Das zeigt auch ein bisschen, wie alt ich bin. Ich war, weiß nicht, 14, da gab es noch keinen PC. IBM hat mit Bill Gates noch nicht gesprochen. Bill Gates sah auch immer total pickelig aus und klein und war eigentlich noch bei Macintosh, also bei Apple angestellt. Und ein Freund von mir, der hatte den Apple II und so bin ich zum Computer gekommen. Und das hat mir von Anfang an tierisch viel Spaß gemacht, die Dinger zu programmieren. Das ist auch so geblieben. Ich kann das nicht gut, weil ich einfach viel zu impulsiv bin, aber was ich gut kann, ist der Crossover zwischen dem, was kreative Menschen machen und also die auch Pixel schieben und Leute, ich habe Spaß am Neuen und habe aber auch Spaß in der Umsetzung und für mich ist ein Computer tatsächlich immer noch und auch Augmented vor allem ein Tacken immer noch so eine Wunderkiste, ja, die da so kommt. Ehrlich, ich verstehe absolut null von Technik. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, als er so schlank war und nicht betrunken. Man achte auf den Monitor. Das ist ja einfach. So einfach ist das mit dem AOL-Internetstartpaket. Neujahr 1.12. AOL 5.0.
So, das war die Zeit, wo wir tatsächlich, also wir haben die Firma zwar 98 gegründet, aber wo wir quasi mit dem Thema Internet zu tun hatten. Das ist auch schon eine Weile her und das war so eine Zeit, wo man in solche Monitore geguckt hat und sich gefreut hat, dass man kein langsames Modem mehr gebraucht. Und da war AOL tatsächlich noch wichtig. Das war so die wilde Anfangszeit und ich muss zugeben, dass es großartig ist, dass man so ein Medium von Anfang an erleben durfte. Es wird euch jetzt leider wahrscheinlich nicht so gehen, aber ich zum Beispiel bin aufgewachsen in der Zeit, als noch nicht jeder Haushalt ein Telefon hatte und habe den ganzen Mist jetzt von der Pike auf mitgekriegt und das ist großartig, weil ich die ganzen Geschichten halt und wie das alles so kam, tatsächlich so kenne. Und ganz kurz zu unserer Firma, die sieht man jetzt hier so nicht ganz im Hintergrund, die wuseln da alle rum. Da sind so 30 plus Mitarbeiter, die sind gegenüber vom Theater, sind wir jetzt. Auf so mit der anderen Firma so 900 Quadratmeter. Wir haben uns selber ausgegründet, haben auch bei der Gelegenheit, glaube ich, 80% von unseren Kunden mit Absicht verloren und haben uns dann tatsächlich auf digitales Advertising gestürzt. Das war ein spannender Prozess, der war auch nicht ganz schmerzlos. Wir sind eine freie Agentur, das ist jetzt für euch wahrscheinlich nicht so wichtig, aber für uns schon, weil wir halt Werbemittel machen, also die nervigen Ads und auch die nicht so nervigen Ads. Und da könnte man jetzt lang drüber sprechen, machen wir aber nicht. Wir nennen uns digitale Kreativagentur. Das hat eine Weile gebraucht, bis wir das in der Gewichtung so hingekriegt haben. Wir sind halt eine Kreativagentur, aber wir machen wirklich nur digitales Zeug. Seit 1998 schon, seit ich das gegründet habe mit zwei anderen zusammen. Weil ich das wichtig finde, weil ich glaube, also digital hat sich ja inzwischen schon wieder so aufgesplittert, aber ich glaube, dass man schwierig gute Plakate machen kann und gleichzeitig auch nebenbei mal so ein bisschen Augmented Reality. Das ist uns jetzt schon so, dass wir merken, dass wir uns viel zu sehr auch mit den 30 Leuten ausspezialisieren müssen, sodass es manchmal jetzt schon Themen gibt, die wir nicht mehr machen können. Und der Satz da unten, den haben wir uns Anfang des Jahres überlegt, der ist echt kompliziert. Wenn jemand einen Tipp hat, wie man dasselbe ein bisschen einfacher sagen kann, her damit. Es geht um die letzte Meile. Also meistens ist der Schluss mit Kreation. Deshalb sind viele Sachen, die beim Kunden ankommen, im Advertising richtig hässlich. Ja, weil keiner, also es gibt riesige Artificial Intelligence Ad-Server-Systeme, die machen alles toll, die werden auch eingekauft, da gibt es ein Jahr lang Casting und dann haut man da Kampagnen rein und macht das weiter und am Schluss, wenn es darum geht, dass da ein Ad draus wird, was all das nutzt, um bessere Kreation zu machen, dann, also an der letzten Meile, da hört es meistens auf. Da ist meistens weder Zeit noch Geld und dann wird halt irgendwas hingewumpelt. Und das wollen wir nicht. Wir wollen diese letzte Meile tatsächlich mit Kreativität wirksam machen. Das ist ein bisschen blöd, weil in der letzten Meile, da sind die Konzepte schon fertig. Da hat man manchmal viel Mist, den man dann umsetzen muss. Und das ist manchmal auch ein bisschen Sisyphusarbeit. Aber wir haben gesagt, das ist unser Ding. Das können wir gut. Und eigentlich macht das auch Spaß und mit AR sowieso. Ich möchte ganz kurz mal was zur digitalen Transformation sagen. Es ist ja ganz oft so, dass das am Anfang bei der digitalen Transformation versucht man, Dinge zu imitieren. Also das hier rechts, das ist mein Lieblingsflipper gewesen zu der Zeit, als ich auch diesen Apple da programmiert habe. Dieses hier, das ist jetzt, glaube ich, eine iPad-Variante und die kann schon eine Menge. Eigentlich hätte ich immer gesagt, gut gemacht, Leute, ja, mit Zooms und abgefahrenen Sachen, super Soundeffekten, so lange, bis ich dieses Ding hier entdeckt habe. Und dann habe ich, deshalb zeige ich euch das auch, dann habe ich festgestellt, eigentlich ist dieses Imitieren der bestehenden Wirklichkeit ist ein ziemlicher Quatsch. Ja? Weil man einfach gucken muss, was kann man denn sonst so machen. Und quasi in digital alles nur gigantischer und größer und wilder zu machen und überwältigender ist eigentlich Quatsch, sondern man kann sich halt ganz andere Sachen überlegen. Und das ist auch das, was mich immer reizt am Digitalen, dass man eben nicht einfach nur sagt, wie kriege ich denn hier einen geilen Flipper hin in 3D, sondern was kann ich denn eigentlich mit dieser Mechanik Flipper machen, wenn ich alles machen kann, wie zum Beispiel, dass die Kugel halt irgendwie Farbe hinter sich herschliert, was ja auch ein analoges, eine Metapher ist, aber wie ich finde, eine ganz schöne. So, irgendwann hat Steve Jobs dann das iPhone erfunden und noch ein paar Jahre später war das Thema Mobile tatsächlich spannend geworden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, dass Mobile, also ganz viele Sachen, die man so findet, auch im Advertising, dass die Mobile überhaupt nicht so funktionieren. Es wurde sehr vieles übertragen sozusagen von Zeitschriften auf Desktop-Rechner und dann irgendwann hat man auch versucht, das mit den Mobiles zu machen.
Und deshalb hat man 20 Meter lange Laufwege mit dem Daumen, weil einfach so ein Ding einfach untereinander gesetzt wurde und das nennt man dann responsive. Das ist immer ein bisschen schwierig und macht mich, weil ich ja auch Design studiert habe, nicht so wahnsinnig glücklich von der User Experience her. Die Jungs hier, die sind eigentlich ganz cool, die Whiskers, weil die haben eigentlich nur eine Daumensteuerung und die gehen durch Feeds durch, was jedes normale Ad auch macht. Und trecken im Hintergrund, wo du langsamer wirst und machen sich so ihre Meinung, was sie dir das nächste Mal anbieten, weil es halt wichtig ist bei so einer Navigation, dass die Feeds einigermaßen passen. Die haben auch hinter sich so ein schönes Blockchain-Konzept, wo du belohnt wirst, wenn du dir bestimmte Dinge anguckst oder mit der App viel interagierst und so. Ich fand es spannend, dass da wirklich diese Daumensteuerung mal was ganz anderes macht als diese Scroll-Orgien, die es so gibt. Wenn ihr Lust habt, guckt euch das mal an. Für mich war das ein User-Interface, was halt deutlich mobiler ist als das, was ich bei ganz vielen Shops sonst so sehe. Und ich sehe viele. So, das Gleiche ist ja, wenn man dann einen Facebook-Newsfeed anguckt und sich überlegt, wie Snapchat ist. Ich weiß nicht, wer von euch hat denn einen Snapchat-Account? Gibt es welche? Nutzt ihr den oder habt ihr den so wie ich für ab und an mal gucken? Ja, wir sind ja auch viel zu alt für den Scheiß. Ja, aber ich treffe halt die Snapchat-Mädels vom Vertrieb ab und an immer bei solchen Konferenzen und ähnlichem Zeug. Und was die sagen, ist schon ganz gut. Also wenn man sich mit Snapchat mal beschäftigt, also das hat halt kein User-Interface mehr, es gibt keinen definierten Button, es gibt nur noch Flächen und Wischen. Emma, das ist die Tochter von meiner Freundin, die ist 10 und die kann das sehr gut. Ich kann das nicht. Also Emma guckt auch nicht mehr, wo irgendein Button ist, wo was dran steht, sondern die probiert einfach aus. Und wenn du das machst, dann kommst du mit Snapchat klar und was Facebook jetzt gemacht hat, weil Facebook eigentlich immer in puncto Innovation ab und an ein bisschen hinter Snapchat steht, dafür ein bisschen mehr Macht hat, die haben eigentlich, das Rechte ist jetzt die Cam. Ist euch die schon mal aufgefallen bei Facebook, dass ihr aus Versehen von links nach rechts swiped und auf einmal ist sie da und ihr ärgert euch und denkt, was ihr gemacht habt? Das ist die Facebook-Cam. Und in der läuft auch Augmented Reality. Also viele von den Dingen, die ich euch zeige, die wir mal so als Mockup gemacht haben, die haben wir tatsächlich auf Facebook gemacht, weil wir die da jedem zeigen können und das super praktisch ist. Ich bin jetzt am Freitag und Samstag auch 2 Tage in Berlin auf einem sogenannten Facebook-Hack, wo 150 Leute nichts anderes machen, als solche Dinge versuchen zu programmieren und von Facebook hoffentlich ein bisschen informiert werden, was sie da so vorhaben. So, weil es gibt nämlich ein Problem. Ja? Die Displays, die werden nämlich immer kleiner, also bis zu dieser Uhr, die ich da so habe. Und die Fokussierung auf das, was man auf diesen kleinen Displays machen will, die steigt unendlich. Und genau das ist eigentlich das riesige Problem, weil eigentlich wäre es toll. Ja? Also jeder Fernsehfritze würde sagen, hey, wie geil ist das denn? Da ist jemand total konzentriert auf deine Werbung. Das Problem ist, dass die Leute total genervt sind, dass man jetzt ihr Vorhaben, was gar nicht in der Werbung liegt, dass man das jetzt torpediert, indem man diese kleine Fläche mit voller Kraft füllt mit irgendwas anderem. Und das hat uns vor so ein Dilemma gebracht, weil das Display-Advertising besteht nun mal auch aus Display. Und wenn das Display immer kleiner wird und du da eigentlich keine Informationen mehr für Marken unterbringst, dann wird es ein bisschen schwierig. Und das ist auch ein Grund, warum ich Augmented Reality ganz toll finde. Ich sorge mich halt so ein bisschen, ja, wo das ganze Advertising hingeht, also als Designer auch und als Gestalter und als Mensch, der sich Dinge anguckt. Rechts seht ihr noch so eine schöne alte Sonderwerbeform in Print, das ist also quasi so eine Kette und wenn du die Seite aufschlägst, dann reißt du die in zwei. Ich weiß nicht, das ist nicht Amnesty, es ist schön. Also du guckst bestimmt ganz kurz nach, was wollen die hier von mir. Ja, links siehst du die Treppenliftanzeige von irgendjemand und die ist bestimmt super ausgesteuert. Das heißt, die Werbung, die da ist, ist sehr gut platziert. Wahrscheinlich ist sie in irgendeinem Medium gemacht, wo Treppenlifte auch richtig gut ankommen. Aber wenn ihr jetzt als Gestalter da drauf guckt oder als Menschen, die vielleicht was kaufen sollen, dann fühle ich mich immer so ein bisschen böse angegangen. Ja? Und für mich ist es im Augenblick die Frage, wie kriegen wir das hin, auch als Gestalter, dass wir den digitalen Raum, wo ja immer alle sagen, hey, da wird immer mehr passieren, dass wir da nicht in so einem Grab wie links landen, sondern dass wir tatsächlich auch da Dinge machen auf der letzten Meile, die so sind, dass man sich die angucken kann. Vielleicht sogar so anguckt, dass man sagt, okay, wenn das was für mich ist, dann schaue ich, wie ich da weiterkomme. Das ist unsere Aufgabe. So, das war jetzt ein bisschen Rumgeheule, ja, aber man muss immer ein bisschen verstehen, wo bei uns oder bei mir, wenn ich solche Präsentationen mache, so das Augenmerk liegt. Das liegt einfach auch darin, diese Möglichkeiten zu finden.
als Gestalter gute Sachen zu machen, als User Experience Designer gute Sachen zu machen, die halt im Thema Advertising liegen. So, das machen wir mal weg, das kommt gleich. So, das ist so ein bisschen, also die Einleitung zu dem Vortrag war ja tatsächlich, dass ich gesagt habe, hey, das ist mehr als die kleine Schwester. Augmented Reality ist tatsächlich mehr als die kleine Schwester von Virtual Reality. Ist jedem von euch klar, wo die Unterschiede da liegen? Dann sagt doch mal. Virtual Reality ist komplett virtuell. Von Augmented ist die Realität aber verbessert worden. Also Dinge im realen Raum. Ja. Also ich musste da tatsächlich ein bisschen... es hat eine Weile gebraucht, bis ich diese Immersion, diesen Immersionsgedanken verstanden habe. Ja, also es geht einfach, wie stark tauche ich ein? Ach so, wegen dem Video. Ah. Okay, also wie stark tauche ich ein in die ganze Szenerie? Wie stark nimmt sie mich gefangen? Und wie stark bin ich dann tatsächlich auch in einer ganz anderen Welt als in der ich gerade bin? Und das ist eigentlich VR, ne? Das ist 100% Immersion. Ich wollte mir einfach mit euch mal so ein paar Sachen angucken. Das hat natürlich auch immer mit Geräten zu tun. Also dieser Sandkasten zum Beispiel, der findet fast in der normalen Welt statt, den ich euch da mal zeigen werde. Natürlich geht sehr viel mit dem Smartphone, das will auch Apple und die anderen Kinder so. Dann gibt es natürlich von der Industrie richtig tolle Brillen für Augmented Reality. Also die sind sehr teuer und die muss man sich auch aufsetzen und die sind bestimmt unbequem, super. Und dann gibt es eben noch die richtigen virtuellen Boxen, die du dir auch vors Gesicht schnallst, die halt super viel können und halt auch super immersiv sind. Für mich ist das so ein bisschen, wenn man es runterbricht, so Augmented Reality ist ein bisschen wie Schnorcheln, was aber auch geil ist, wenn ihr das schon mal gemacht habt. Und das andere ist halt ein richtiges Deep Dive. Also da bist du so weit unter Wasser, da kannst du auch eigentlich nicht sofort auftauchen, da kannst du dich auch nicht ganz rausziehen. Ja, ist jetzt nicht richtig ernsthaft, aber also für mich fühlt sich das so an. So, ich zeige das mal an zwei IKEA-Cases. Ja, also es gibt tatsächlich einen Case, der heißt IKEA Immerse. Den hat D-Modern gemacht, bei denen war ich vor 2 Wochen. Und da war auch der Typ von IKEA da und die haben sich da unendlich viel Gedanken gemacht. Das kostet auch richtig Geld, das ist auch toll. Und wenn ich Designer wäre oder auch Geschäftsführer von so einer Firma, hätte ich richtig Bock an diesem Case. Zu Hause ist nicht nur ein Ort, es ist ein Gefühl. Schön. Und IKEA möchte, dass du dich in deinem Zuhause noch wohler fühlst. Entdecke IKEA Immerse, die neue Virtual Reality. Hier kannst du dich einrichten und inspirieren lassen. Bis alles perfekt zu dir passt. Wähle einen Stil und gib ihm deine persönliche Note. Oder 2. Das ist nicht ganz einfach, ja, bis die auf diese Kugeln da gekommen sind, die du mit deinem Kopf steuerst. Oder reise durch die Zeit. Sorge für die richtige Stimmung und lade zum Abendessen ein. Vielleicht findest du sogar einen neuen Freund. Speichere deine Auswahl und richte dich ein in deinem neuen Zuhause. Probier es aus in deinen eigenen 4 Wänden oder in ausgewählten IKEA-Einrichtungshäusern. Wir möchten, dass jeder neue Einrichtungsideen so frei wie möglich erlebt, mit Freunden teilen und auch auf jeden Fall die Vielfalt entdeckt. IKEA Immerse bietet hunderte Produkte, den Okay. Also das war das große IKEA Immerse Projekt. Das war richtig heftig. Die haben da bis hin zu quadrophonischen Geräuschen, die sie in dieser Wohnung auch von jedem Platz aus aufgenommen haben, ja, haben die sich wirklich um jeden Mini-Fizzle liebevollst gekümmert, den du da machen kannst. Also die haben auch die Lichter von draußen aufgenommen und die nach drinnen projiziert. Die haben, glaube ich, 2400 kleine Lichtquellen in ihrem 3D-Raum gehabt und so. Wirklich, wirklich großartig. Fand ich sehr schön. Allerdings musst du halt irgendwo sein, wo auch so ein dicker Rechner ist, der das alles runterlädt und du musst hier diesen Karton vors Gesicht schnallen. Eigentlich ist es ein richtig großes Ding. Das ist, glaube ich, eine Oculus. Ich weiß nicht, was sie da genommen haben. Und das ist das Produkt, was ihr selber im App Store schnell mal laden könnt. Das ist tatsächlich, das habe ich, glaube ich, sogar selber aufgenommen. So. Und was halt richtig geil ist, ne, also ihr seht jetzt, diese Punkte heißt immer, er scannt den Boden. Und was die richtig cool geschafft haben, ist, dass die Größenverhältnisse passen. Also diese, ich kann mir da die Produkte, die ich mir da auswählen kann ich mir da hinsetzen, kann das verrücken
Und die sind tatsächlich so groß, wie sie sein müssen. Das ist schon irgendwie. Ihr seht da, ist blöd, ne? Wenn der Tisch dazwischen kommt, dann ist es nicht so gut. Aber ansonsten kannst du dir halt jedes Zeug erstmal schon mal bei dir angucken. Und das geht halt mit jedem Handy, wenn es nicht gerade eins ist von Nokia oder so, so ein ganz altes. Und das geht bei dir zu Hause. Das heißt, das andere, das war ein Kunstraum, den haben die mit sehr viel Kraft und auch Gestaltung, haben die den übernommen und da testet IKEA tatsächlich neue Wohnkonzepte. Dieses hier ist bei dir und du stellst dir einfach die Möbel von IKEA, die dir gefallen, einfach bei dir hin und probierst, dass die so aussehen, dass es dir gefällt. Und das ist auch schon ein bisschen so der Unterschied. Die eine Sache, die ist wirklich überwältigend und diese hier, die ist irgendwie schön und praktisch. Jeder, der das mal gemacht hat, und das Schöne ist, wenn du das Handy so hältst, dann kann hinter dir auch noch jemand gucken. Und es können ja drei Leute irgendwie, und das heißt man dann Shared Experiences, es können auch drei Leute direkt am selben Raum arbeiten. Das heißt also, du bist nicht alleine, so wie in der virtuellen Realität. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Faktor. Was AR nicht kann, das ist dieses. Es gibt... Es gibt ganz schlimme Brandwunden, die beim Verbandswechseln unendliche Schmerzen bereiten. Ganz schön alte Laptops haben die in Amerika, ne? Also was die Leute tatsächlich gemacht haben, ist, dass die eine VR-Welt gebaut haben, die extrem eisig war. Und die hatten nur diese kleine Aufgabe, dass die in diese VR-Welt, glaube ich, Schneemänner abballern sollten. Der Effekt war, dass dieses Kind und auch Erwachsene, die das gemacht haben, dass die wahnsinnig konzentriert waren auf was anderes. Und da ihr Auge ihnen immer Kälte suggeriert hat, sind diese Schmerzen auch gar nicht so aufgetreten. Was halt irre ist und was tatsächlich nur eine virtuelle Realität kann. Das kann Augmented Reality nicht unbedingt. So, das ist so diese Kurve, die es da gibt. Oh, ich hoffe, ich habe das richtig gemacht. Nee, falsches Diagramm. Ist ein anderes. Ja, also was tatsächlich der Wert ist, also die sollten von einer Skala von 0 bis 10 angeben, wie groß ihre Schmerzen sind. Und die lagen im Schnitt bei 8,5. Ja, und im Endeffekt war das nachher so, dass mit Morphingabe oder mit harten Medikamenten hat man das auf, ich glaube, 6,5 drücken können. Und ohne Medikamentengabe und nur indem die in dieses Gerät geguckt haben, sind die tatsächlich auf einen Wert gekommen, den ich schon irgendwie fantastisch finde, von 4,5, also nee, von 5 und haben es bis runter auf 4, glaube ich, geschafft, wenn sie zusätzlich noch Medikamente gegeben haben. Das heißt, diese virtuelle Geschichte, das Beeinflussen der Augen und wo ich denke, dass ich bin, das hat unendlich viel mehr dazu beigetragen, als wirklich harte Medikamente, um das persönliche Schmerzempfinden nach unten zu bringen. Und das ist etwas, das kriegt man wirklich nur mit immersiven Geschichten hin. Das kriegst du nicht hin, indem du durch so ein Handy guckst, da ist noch viel zu viel von der richtigen Wirklichkeit da und auch wahrscheinlich dann von deinen Schmerzen. Ich wollte euch jetzt einfach mal ein paar Cases vorstellen, damit es nicht so theoretisch wird. Und ich will mit einem anfangen, wo ihr wahrscheinlich gar nicht so, dass ihr bei dem Thema gar nicht so vermutet habt. Ja? Witzig ist ja, dass ich selber auch, wenn ich nicht so Vorträge machen würde, tatsächlich gar nicht so viel darüber nachdenken, was ist denn eigentlich Augmented Reality? Ich würde halt immer sagen, ja, das ist das mit dem Smartphone oder vielleicht das mit der Brille. Was es in Wirklichkeit aber auch ist, das ist auch Alexa. Ja, überall da, wo Daten dazukommen, auch bei deinem Navi, wenn einer mal so ein Auto hat wie ich, wo ab und an das Navi im Sound nicht durchgeroutet wird, dann werdet ihr sehen, wie scheiße so ein Navi ist, wenn du wenn du wirklich nur auf Sicht angewiesen bist. Du bist nämlich super abgelenkt. Das heißt also, eine Audi-Augmentation
kann ein super Mittel sein, um dich irgendwo tatsächlich auch mit Informationen zu versorgen, die halt zur Situation passen und deine Umwelt zu verändern. Und das macht Amazon jetzt nicht aus purer Freundlichkeit, aber das kann schon sein, dass die Infodienste, so ein Wecker oder ähnliche Dinge, die da so kommen, dass die schon auch eine Augmentation sind, auch wenn man es nicht so sieht. So, das hier ist ein super schönes Projekt. Ich weiß nicht, ob ihr einmal, geht ihr ab und an ins Naturkundemuseum, da stand das mal zum Thema Wasser. Das ist ein augmentierter Sandkasten. Für so ein Spielkind wie mich, großartig. Also wenn du das Glück hast, dass du an so einem Ding bist, das ist wirklich so, das ist oben eine Kinect, die misst die Höhe und ein Beamer, der macht dann quasi das Bild dazu. Das Ganze wird halt durch den Rechner geschickt und dieses Wasser ist halt, das fließt immer dahin, wo es niedriger ist. Das heißt, du kannst so quasi, wenn du deine Hand so ausstreckst, dann lässt du es regnen und du kannst eben durch Buddeln Kanäle bauen und alles Mögliche. Wenn da nicht immer diese kleinen Kinder gewesen wären, dann hätte ich da auch schöne Sachen gemacht. Irgendwann hat man mir gesagt, ich bin zu alt, ich darf nicht mehr, das war ein bisschen schade. Aber es macht unendlich Spaß und es zeigt halt auch, dass Augmentation nicht immer eine Brille braucht. Eigentlich kannst du auch einen Raum augmentieren, ja, und einfach mit, es geht ja immer um eine Interaktion und um Daten und um eine Veränderung. Also, ne, also dieses Ding hier hat einen relativ hohen Realitätsanteil, weil der Sandkasten ist ja da und ist trotzdem, finde ich, schon ziemlich augmented, weil du kannst damit spielen und interagieren. So, dieses Ding ist auch saugut. Ich glaube, das hat aber, glaube ich. Hätte mir zum Beispiel mein Chemieunterricht total irre verschönert. Also du hast halt Markerkarten und diese Markerkarten sozusagen, die, ja, also die kannst du aneinander schieben und wenn du die richtig aneinander schiebst, dann reagieren die Stoffe miteinander. So dass du tatsächlich auf so einer Molekülebene Dinge bauen kannst. Ja? Du kannst du deine eigenen Moleküle zusammenbauen, weil diese Karten halt wissen, was über ihnen stattfindet. Und das verlagert, also das sind ja Experimente, die könntest du sonst gar nicht so machen. Ja, aber du machst sie eben, indem du es anfasst. Und das macht unendlich viel mit dir. Ich habe gleich auch so einen Hirnscan, der zeigt, was eigentlich bei Augmented anders ist als bei beim bloßen Hinsehen. So, jetzt pass auf, ob NACL auch noch reagiert. Boah. So, und dann gibt es noch so eine andere Sachen, wie zum Beispiel hier von der Deutschen Telekom. Geiler Sprecher. Das Argus-Gerät zeigt Oliver einen QR-Code an, welchen die HoloLens ausliest. Nun erhält Oliver die Schalldaten mit den zu verbindenden Stiften. Kennt ihr Gabelstapelfahrer Klaus? Ja. Ja, genau. Ungefähr das ist der Sprecher, glaube ich. So, aber das Coole ist, das darf man echt nicht vergessen, der Typ hat jetzt seine Info auf seine Box gekriegt, hat den QR-Code gescannt und in seine Lens, der hat tatsächlich eine Brille auf, in seine Lens wird eingespiegelt, was er jetzt machen muss und er braucht jetzt nicht mehr abzählen, 1, 2, 3, 4 und dann bist du da unten sowieso, sondern er weiß das einfach. Und das ist genau das, was Augmented Reality für mich ausmacht. Irgendein System weiß, was die Datenlage ist und dieses System quasi spiegelt seine Informationen in die Wirklichkeit wieder. Das heißt, du musst nicht mehr alles dir selber irgendwie anlesen und dir einen Reim draus machen, sondern es hilft dir jemand. Und das finde ich eigentlich ganz großartig. Leider ist das auch nur ein Demo-Case, hat mir der Mann von der Telekom gesagt, der das vorgestellt hat. Kennt ihr den Mann hier? Das war echt eine geile Keynote, die empfehle ich jedem anzugucken, 2007. Als er das iPhone gemacht hat, verdammt! Gerade zum richtigen Satz nochmal. Als er das damals gesagt hat, ich weiß nicht, 2007, wie alt war der da? Müssen wir überlegen. 17, 18. 17, 18. Habt ihr das mitgekriegt, dass da ein neues Telefon kommt? Ja? Also ich fand es übertrieben und habe gedacht, naja, Steve Jobs, da hast du dir wieder was ausgedacht, weil ich Apple total anders verortet habe. Und ich habe auch eigentlich das Telefon, und ich weiß auch nicht, also deshalb ist ja Pandoras Büchse hier, ne? Ich weiß nicht, ob er wusste, was er da macht. Weil im Endeffekt hat er ja nicht das Telefon neu erfunden, sondern vor allem
der Weg, wie wir mit dem Internet umgehen und nicht nur mit Kommunikation, sondern eben auch mit Interaktionen und mit Daten. Also das ist ja nicht nur so eben mal, also für mich ist das Internet jetzt mit Mobile ganz anders, als das früher war, als man immer an den Rechner musste und irgendwas tun. Das hat alles verändert und ich habe es ihm nicht geglaubt 2007, kurz danach schon. Was es auch gemacht hat, ist, also diese Menschen, die jetzt ja im Schloss, vor dem Schloss sitzen könnten, ja, die aber leider nur blöde Stockfotos sind, aber die vielleicht so ein bisschen zeigen, also das ist so eine Situation ohne Handy, wenn es gut läuft. Ja? Das ist so eine Situation, die Handyhersteller immer zeigen. 2 bis 3 Leute gucken auf ein Phone und das hier ist eigentlich die Situation, wie sie in Wirklichkeit passiert. Nämlich jeder guckt auf seins, ja? Obwohl man nebeneinander sitzt. Das ist so 50% Immersion, ich gucke auf mein Handy, irgendwo zwitschert noch ein Vogel und irgendeiner lacht nebenan. Vielleicht ist es auch noch ein bisschen social. Wenn wir da weitergehen, dann sind wir hier jetzt so bei 90% Immersion. Ja? Gibt es viele so Veranstaltungen inzwischen, das ist ja ganz angesagt, so VR. Und da sitzen die und freuen sich. Ich saß da auch schon und habe mich auch gefreut, weil ich kriege da so eine künstliche Welt ins Gesicht. Und das ist schon beeindruckend, was da passiert. Aber ob mein Nebenan gerade einen Herzinfarkt hat, wenn das Soundsystem stimmt, kriege ich nicht mehr mit. Ja? Es ist auch nicht gewollt, sondern das ist eigentlich. Und wenn ich es mitkriege, dann kriege ich es nur mit, weil irgendwie in der virtuellen Welt was eingebaut wird. Aber mit der richtigen Realität, ungefiltert, hat das eigentlich nichts mehr zu tun. Ist aber wirklich, haben wir ja gesehen bei dem Beispiel mit diesen Brandwunden, ist halt schon sehr beeindruckt uns im wahrsten Sinne des Wortes. Und das hier ist 100% Immersion. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Film gesehen habt. Das ist jetzt die Szene aus Matrix, wo er quasi Keanu Reeves wieder aufwacht und feststellt, ups, was ist denn hier los? Da sind ja lauter Menschen in irgendwelchen Badewannen eingesperrt und die sind halt voll verknüpft mit der Matrix und sind eigentlich machen nichts. Alles, was sie erleben, erleben sie eigentlich nur noch über eine virtuelle Welt und können sich auch gar nicht mehr wehren, nehmen auch gar nicht mehr wahr, dass sie in dieser virtuellen Welt sind. Dieser Mann hier, den kennt niemand. Oder? Kennt ihr noch Aldous Huxley? Musstet ihr das in Englisch auch lesen? Eigentlich ist das ein total geiles Buch. Und ich muss das in Englisch lesen, deshalb weiß ich nicht mehr so viel davon. Aber ich weiß, dass es damals um diese Pillen ging und um diese Geschichte, dass jemand tatsächlich, dass wir glücklich sein können, wenn wir eine Pille einwerfen, auf Bedarf. Und dass der Herr Huxley das nicht ganz so gut fand. Und ich vielleicht auch nicht. Ja? Das ist aber ein sehr spannendes Thema. Weil wenn wir jetzt überlegen, dass diese ganzen VR-Geschichten uns beeinflussen können. Ich war auf der Tor in Berlin, da werden so ganz neue heißer Scheiß wird da vorgestellt. Und da war so ein Wissenschaftler, weiß nicht, aus Cambridge, und der hat so ein System vorgestellt mit Hirnstrommessung bei deiner Lieblingsmusik und was das mit deinem Biofeedback macht. Ja, und wenn du da lang genug reingehört hast, dann hast du tatsächlich eine Playlist bekommen, die dich in verschiedene Zustände versetzen kann, und zwar signifikant. Das geht ja über Musik, kennen wir ja alles. Ne? Also es gibt eine Playlist für Beruhigung, die genau auf dich zugeschnitten ist. Und es gibt also das ist ja auch sowas wie eine Pille, nur ein bisschen anders. Das geht halt nicht durch den Stoffwechsel. Und was er hier so sagt... Ich fürchte, dass mit den wissenschaftlichen Diktaturen der Zukunft die Entwicklung mehr und mehr in diese Richtung fallen. Das heißt, es wird eine Gesellschaft entstehen, in der die Bedingungen wirklich unmenschlich sind, in der aber mit den Seelen der Massen so manipuliert wird, dass die Menschen diese Bedingungen nicht nur akzeptieren, sondern sie geradezu lieben. Bedingungen, die sie eigentlich ablehnen und hassen sollten. Aber durch Seelenmanipulation werden sie dazu gebracht, sie zu lieben. Achtet auf die Übersetzung. In meiner Fantasie wackere neue Welt. Wackere neue Welt. Ehrlich. Unter die Kernkontrolle eine chemische Droge. Die Herrscher in jener Zukunftswelt verabreichen ihren Untertanen eine Droge, die ich Soma genannt habe. Es ist eine fantastische Droge, denn sie vereint Eigenschaften, die eigentlich unvereinbar miteinander sind. Es war ein Stimulans und gleichzeitig ein Erzeuger von Halluzinationen. Wie ich so mal beschrieben habe, war es eigentlich eine unmögliche Droge. Jedoch stellt sich jetzt heraus, dass verschiedene einzelne Drogen die Effekte meines Soma in der Tat erzeugen können. Es gibt heute chemische Methoden, mit denen man die Menschen kontrollieren kann, mit denen man sie veranlassen kann, bestimmte Dinge zu tun, bestimmte Gefühle zu erfinden
und mit denen man vor allem die Menschen in einen Zustand künstlichen Glücks versetzen kann, sodass sie sogar ihr Sklaventum und die schlechten Umstände, in denen sie sich befinden, lieben. Natürlich gibt es heute noch keine Regierung, die diese chemische Mittel der Seelenkontrolle anwendet. Die Tatsache jedoch, dass diese Mittel existieren, stellt eine dauernde Versuchung, sie anzuwenden, dar. So. Der alte Altes, ja. Wenn ihr jetzt also euch erinnert, ja, wir merken, dass Schmerzempfinden unheimlich irgendwie und auch wahrscheinlich Glücksgefühle durch virtuelle Geschichten hervorgerufen werden können. Und was er hier so erzählt, was Diktatoren gern machen, aber vielleicht einfach auch Regierungen an sich. Wenn ihr dann überlegt, was gerade mit Fake News und ähnlichen Geschichten passiert, finde ich, ist da vieles dran, was nichts mit Chemie zu tun hat. Aber schon so ein bisschen damit irgendwie, dass vielleicht sehr viel Immersion unter Umständen auch gar nicht so gut sein könnte, wenn wir die nicht steuern können, weil die nämlich auch Dinge tut. Ja, also das ist mir so aufgefallen, dass ich bei einigen Dingen, die ich mir so angeguckt habe, nicht nur für den Vortrag, sondern auch für das, was wir halt in der Arbeit uns angucken, dass man immer aufpassen muss, dass da eigentlich kein Quatsch mitgemacht wird. Auch wir Gestalter müssen das übrigens machen. Weil wir auch so einen Tacken Verantwortung tragen für die User Experience und auch für die Wirkung dessen, was wir da produzieren. So, wir gucken jetzt mal aber auf das mit dem Smartphone, auf das wirklich ohne große Brille, ohne andere Sachen. So, kennt ihr diesen Part von Steve? Also seht ihr, er hat noch Haare und er guckt auch noch gesund. Es war die Zeit, als er gerade irgendwie zurückkam, und Apple wieder übernommen hat eigentlich, also dann mit dem iMac und mit anderen Dingen. Und es stellt ihm jetzt gleich so ein etwas griescremiger Mensch eine Frage und dann gibt er ganz am Ende eine Antwort, die finde ich, also die für mich immer total wichtig war und die ich gerne mit euch teilen will. I would like, for example, for you to express in clear terms how, say, Java in any of its incarnations addresses the ideas embodied in OpenDoc. And when you're finished with that, perhaps you could tell us what you personally have been doing for the last 7 years. Jetzt hat er es ihm gegeben, ja? Er hat gesagt, warum Java überhaupt, wie das funktionieren soll. Und mit OpenDoc zum Beispiel. Und wo er denn die letzten 4 Jahre war, der Penner. Und dass er Apple im Stich gelassen hat. Und dass er am besten wieder verschwinden soll. One of the hardest things when you're trying to affect change is that people like this gentleman are right in some areas. I'm sure that there are some things OpenDoc does, probably even more than I'm not familiar with, that nothing else out there does. And I'm sure that you can make some demos, maybe a small commercial app that demonstrates those things. The hardest thing is, how does that fit in to a cohesive, larger vision that's going to allow you to sell $8 billion, $10 billion of product a year? And one of the things I've always found is that... So, jetzt kommt der Satz. Ja? Der ist wirklich, der hat für mich, also als ich den zum ersten Mal gelesen habe allerdings, hängt auch in meinem Büro ständig, ist auch etwas, was das meiste ist, was ich meinen Technikern sage. You've got to start with the customer experience and work backwards to the technology. You can't start with the technology and try to figure out where you're going to try to sell it. I've made this mistake probably more than anybody else in this room. And I've got the scar tissue to prove it. And I know that it's the case. And as we have tried to come up with a strategy and a vision for Apple, it started with what incredible benefits can we give to the customer? Where can we take the customer? Not starting with
let's sit down with the engineers and figure out what awesome technology we have, and then how are we going to market that? And I think that's the right path. So, also es geht um User Experience. Ahnt ihr, was das ist? Es gibt ja noch viel, es gibt ja noch viel schlimmere Aufnahmen. Ja, also die haben sich wirklich böse massakriert, wegen dieser kleinen Männchen, die sie mit kleinen Dingern da beschossen haben. So, und was ich an dem Case Pokémon Go, also das hat mich eigentlich nie so gethrillt, aber was ich da super spannend fand an dem Ding ist, dass ich mich immer gefragt habe, was ist denn da jetzt anders? Warum, also die Technik war ja schon vorher da, warum hat das jetzt so gut geklappt? Und ein Ding ist, dass man natürlich diese Viecher ganz gut findet, auch aus so einer Vergangenheit, die man hat. Aber eigentlich war das ja mit Geocaching genauso. Ja, das war ein Local-Ansatz, das war irgendwas versteckt, man musste das finden, man kriegte eine Belohnung. Und trotzdem hat das nicht so richtig, also das haben auch viele Leute gemacht, aber da sind nicht solche Heerscharen von Menschen übereinander hergefallen, um diesen Schatz zu finden. Ja? Und ich glaube, was die Dinge voneinander unterscheidet, ist die User Experience. Das ist das, wie Menschen sozusagen, oder was wir Menschen geben, indem wir solche Dinge designen und machen und die Techniker, die das ausführen, am besten so, dass man da gemeinsam drüber eine geile Sache macht. Ich glaube, es geht wirklich um User Experience. Und da liegt ein Riesending drin. Und das braucht aber Leute, die sich mit all diesen Möglichkeiten auseinandersetzen und eben nicht von den Möglichkeiten ausgehen, sondern wirklich die Menschen irgendwie im Kopf haben, die sowas machen. Also wenn dieser Satz von Steve Jobs irgendwo bei euch hängen bleibt, würde mich das sehr freuen, weil das auch als Designer, ob ihr jetzt Marketing macht oder irgendwas anderes, dass ihr die Leute da draußen auf der anderen Seite eures Blatt Papiers, eures Bildschirms quasi im Kopf habt. Das ist unheimlich wichtig, sonst macht ihr vielleicht was falsch. So, das hier ist tatsächlich, wenn ein Mensch eine normale Informationstätigkeit macht, also einen Computer bedient oder so. Und rechts ist, wenn er sich mit AR beschäftigt. Und ihr ahnt schon, dass irgendwie so die wärmeren Töne für mehr Engagement stehen. Ja? Also die haben die Leute einfach mal in die Röhre gelegt und haben das angeguckt. Auch bei den Schmerzpatienten haben die das gemacht. Und es ist tatsächlich so, dass AR viel mehr Regionen von unserem Hirn anspricht, weil wir halt auch noch was machen, weil wir nicht so stumpf einfach nur auf den Bildschirm gucken und weil wir uns anders benehmen. Und genau deshalb haben diese, kennt ihr GAFA? Also da draußen zittern alle immer wegen GAFA. Das ist halt Google, Apple, Facebook und Amazon mit so ein bisschen Snapchat dabei, aber die sind nicht so gefährlich. Aber GAFA hat halt jeder in seinem Bereich quasi den Platz eingenommen, den du recht schlecht wieder wegkriegst. Und GAFA ist eigentlich schon ganz gut unterwegs in Augmented Reality. Also Google, und das war jeder so, wie es so seine DNA ist oder das, was er sieht. Google macht da so ein lustiges Tool mit kleinen Toonies draus, mit AR-Core. Apple ist schon ziemlich hart in Use Cases drin, und zwar bis hin zur Industrie 4.0, also auch in diesem kleinen Werbevideo schon. Dann Facebook hat tatsächlich diese Kamera gemacht, um Snapchat anzugreifen, die ich auch sehr gerne benutze, weil du da sehr viel Interaktionsgeschichten einfach testen kannst und auch machen kannst, auch für Marken bauen kannst. Und Amazon ist so wie Otto halt drin, dass er sagt, mach dir das mal alles und irgendwann will ich dann halt die Vase auf den Tisch stellen und dann kann sie sich jemand angucken. Das heißt, dann verkaufe ich vielleicht eher eine Vase oder ich kriege sie noch besser nicht zurückgeschickt, weil sie halt nicht dahin passt. So. Die sind da alle schon ziemlich unterwegs, also Amazon eher abwartend, aber die anderen drei, die machen richtig, die geben richtig Gas. Also das siehst du, dass Android jede Woche Releases raushaut, Facebook alle 2 Wochen. Und Apple jetzt halt mit AR-Core 2.0 halt auch ein geiles Teil dahingestellt hat. So, das ist was wahrscheinlich ganz viele Leute irgendwie mit Augmented Reality verbinden. Das ist so diese Snapchat-Geschichte, die ich da im Selbsttest mal durchlaufen habe.
ganz viele Leute denken, das ist eigentlich Augmented Reality. Ja? Face Mesh, irgendwas draufmeschen, lustig sein, Regenbogen kotzen und dann läuft das schon. Also jetzt hier oben rechts zum Beispiel, solche Sachen machen wir auch, dass wir halt Portals bauen oder andere Dinge, die für Filme sind oder für Serien. Ansonsten ist da natürlich auch viel Gaga bei. Macht aber Spaß. Was schon ein bisschen witziger ist, ist halt die Autonummer, die Jung von Matt schon letztes Jahr gemacht hat, wo du dir wirklich halt dein Auto einigermaßen größengerecht auch hinstellen kannst. Und wir sehen gleich mal den Vergleich mit einem richtigen BMW im Hintergrund. Das funktioniert schon sehr gut. Also die Modelle müssen immer ein bisschen klein sein, weil du es ja doch irgendwie aufs Handy kriegen musst. Aber wenn du dir den BMW hinten anguckst und den vorne, dann ist das schon ganz ordentlich. Und du kannst eben auch Felgen konfigurieren, du kannst die Farbe wechseln und du kannst halt andere Dinge machen, was schon echt mehr ist, als wenn du nur ein Prospekt machst. Okay, das ist jetzt mal ein Einparken, was nicht so funktioniert hat. Manchmal ist Augmented Reality auch noch schwierig. Also da sind auch Designer irgendwie so ein bisschen gefragt. Dann gibt es auch den Messenger, was keiner von euch wahrscheinlich kennt. Also der Facebook rollt das über die gesamte Familie. Also glaube ich, bald wird es Instagram, glaube ich, haben sie jetzt angekündigt. Und der Messenger wird es auch sein. Und beim Messenger ist es so, dass es tatsächlich auch in Verbindung mit einem Chatbot so ist, dass du diese zum Beispiel in dem Chatbot Dinge konfigurieren kannst, die du dann an dir oder draußen ausprobierst. Ja, was auch sehr spannend ist. Also jetzt, die versuchen natürlich alles zu machen, dass sie Business generieren über Augmented Reality. Macht er nicht weiter? Doch. Also irgendwann ist das auch so ein Auto. Also ich, so. Was super spannend ist, ist der rechte Part. Also Apple hat mal ganz viele Flughäfen mit Beacons ausgestattet, um die Beacons zu pushen. Und hat dann die erste Form von Augmentierung sozusagen vorgenommen. Und die war eben, dass du eine gute Karte hast, wo du genau siehst, wo du bist. Also, ne, weil das ja drin nicht so gut funktioniert. Und irgendwann sind sie aber auf den Trichter gekommen, dass man das anders machen muss. Nämlich, dass man tatsächlich wahrscheinlich das eher wie im Auto machen muss. Das heißt, dass du anders vorgehst und andere Dinge tust, dass du links und rechts anzeigst, was du kaufen kannst. Du kannst auch sagen, ich möchte jetzt einen Kaffee trinken, wo kann ich das hier machen im Flughafen? Das heißt, die haben tatsächlich ein Navi gebaut, was halt im Flughafen so funktioniert, wie draußen auch ein Navi funktioniert. Und was einfach zeigt, da sind jetzt, glaube ich, 2 Jahre dazwischen, wie schnell irgendwie sich solche Dinge ändern und wie schnell sich auch bei Augmented Reality Dinge ändern. Hier zum Beispiel würde mich das unendlich freuen. Also wenn ich zum Beispiel im Obi so ein Pick and Collect machen könnte und ich hätte meine Wegliste, ja, wo er mir sagt, so, ich führe dich jetzt mal da vorbei und bis zur Kasse wieder zurück, hätte Obi was davon, weil die würden wissen, wie ich laufe und ich hätte was davon, weil ich müsste mich nicht in diesem Wald da zurechtfinden und ich müsste auch nicht ständig einen finden, der nicht gefunden werden will. Das wäre eigentlich schon mal ganz praktisch. Es gibt aber auch im Kunst- oder Werbung mit Kunstbereich was. Also das hier hat zum Beispiel Gucci letztes Jahr gemacht. Die haben einfach eine Plakataktion gemacht, wo die Plakate Marker waren. Also das ist eine Geschichte bei Augmented Reality ist, du nimmst einen Marker und der wird erkannt und wird dann quasi in dem Marker passiert was und um den Marker drumherum. Ja, das heißt also, du kannst jedes Plakat eigentlich kannst du augmentieren und eine komplett andere Welt drum erschaffen, wenn die Kamera das erfasst und weiß, dass dieses Stück ein Marker ist. Also auch, kannst du auch eine Häuserwand nehmen, du kannst alles nehmen. Du kannst auch ein Hochhaus nehmen, wenn da irgendwie ein Motiv drauf ist und kannst halt beliebige Dinge machen, jetzt so hier wie die Schlangen. Ich persönlich kenne die Leute, die dieses Brunnenprojekt in Münster machen und das wissen die noch nicht, weil ich noch keine Zeit hatte, denen das zu sagen. Ihr seht es schon mal. Wir haben halt auch ganz schnell als Hack sozusagen mal gesagt, okay, was müssten wir eigentlich machen, dass wir auf diese Wiese, wo dieser Brunnen war, ne, da seht ihr jetzt den Marker und sobald er den erkennt, ist halt dieser Brunnen da. Das kannst du auch mit jedem anderen Kunstwerk machen. Also wenn ihr euch jetzt mal die Skulpturprojekte vorstellt, die einfach sagen, hey, stimmt drüber ab, ihr könnt euch eine von unseren Skulpturen einfach in eure Stadt stellen. Und wenn ihr jetzt auch überlegt, dass ich an diese Sachen was anheften kann, und virtuell dann auch Zettel machen kann oder erzählen kann, ob ich das gut oder schlecht finde oder weiter dran malen kann, dann habe ich halt auf einmal eine ganz andere Art, weil es halt irgendwo draußen ist. Es ist halt nicht irgendein Newsroom oder irgendein Chatroom,
wo ich das mache, sondern es ist halt tatsächlich da draußen. So, wir haben uns mal überlegt, was könnte man denn mit so einem Plakat machen? Egal, ob das jetzt ein Kunstplakat ist. Und ich kann halt in so einem Plakat zum Beispiel schlicht und ergreifend einfach ein Video drüber legen. Das machen ganz viele. Das sehen wir nachher auch gleich bei der Bild-Zeitung. Die haben das auch relativ viel gemacht. Was wir uns überlegt haben, das habe ich auch mit, ist, du kannst eben auch sagen, ich nehme das als Marker und ich kann auch Typografien in den ganzen Raum rumlegen und kann zum Beispiel diese, ich könnte ja auch einen kompletten Autokonfigurator an jedes starre Autoplakat machen und ich kann da eben auch drauf drücken und dann kann ich auch die Fahrzeuge wechseln und ich kann das komplett exploren. Ja, und das ist eigentlich nur ein Plakat. Und das ist eigentlich ganz schön. Und dann haben wir andere Dinge gemacht. Also du kannst natürlich Wein-Etiketten kannst du augmentieren. Wir haben hier Zeitschriftenanzeigen für Brigitte irgendwie augmentiert. Du kannst eigentlich alles machen. Das heißt, überall, wo irgendwas ist, wo du sagen kannst, ich lege da was drüber, kannst du was drüber legen. Was ganz schön ist. Ne? Also hier läuft jetzt zum Beispiel ein Video in dem Reiseprospekt oder hier bei diesem Ding werden Produkte aus dem Laden angezeigt, die zu diesem Wein passen. Das heißt, du hast unendlich viele Möglichkeiten, Dinge miteinander zu verknüpfen. Das macht jetzt die Bild. Da sind wir gerade dran, irgendwie zu gucken, was kann man auf Basis von so einer Zeitschriftenanzeige machen. Die Bild selber hat halt gesagt, okay, eigentlich wäre es doch cool, wenn die Leute Videos gucken könnten von den Spielen und nicht nur die starren Bilder hätten. Und dann haben die eben so ein Teilchen gemacht. Ich glaube, das ist auch mit einer wunderbaren Sprecherstimme. Zeitung halten und schon startet das Video automatisch. Für die Vollansicht des Videos ist einfach der Folge Fokus im Video der Aktie. Ab jetzt wird die Zeitung eingeschaltet. Viel Spaß! Also achtet drauf, das wird, glaube ich, immer mehr kommen. Ob das so viel Spaß macht, wenn überall einfach nur ein Video drüber gelegt ist, ist was anderes. Was ich ganz spannend finde, sind die sogenannten Shared Experiences, die vor allem Apple forciert hat. Könnt ihr euch darüber vorstellen, was das sein könnte? Also wenn ihr euch überlegt, virtuelle Realität muss ja künstlich zusammengelegt werden. Shared Experience ist, wenn Leute aus verschiedenen Winkeln auf zum Beispiel so einen Tisch gucken mit einem Architekturmodell und die tatsächlich alle aus ihrem Winkel das Architekturmodell sehen können und auch bearbeiten können. So, das ist... So stellt Apple sich das vor. Dieser Sprech ist echt geil, ne? So, natürlich macht Google das auch. When you see the world as your canvas, there's something quite magical about that. Das ist die App, mit der ich dieses Welcome hier irgendwie hingezeichnet habe. Habe ich Ton weggemacht? Vielleicht sind das die Aussetzer, die jetzt durchs Dings kommen. Nee, es kann auch sein, mich hat, während ich das aufgezeichnet habe, jemand angerufen. Und dann hat er das wahrscheinlich weggemacht. Na egal, also auf jeden Fall, die überlegen sich jetzt, was passiert eigentlich, wenn wir quasi in diesem Raum, könnte ich hier irgendwas hinbauen und ihr könntet das alle durch euer Handy quasi augmentiert erleben. Alle von eurem Platz, ihr könntet auch aufstehen, drumherum laufen. Das heißt, es gibt keine Grenze mehr jetzt, dass ich sagen muss, nee, das mache nur ich für mich, sondern es ist halt shared. Das geht über sogenannte Cloud Anchors. Funktioniert auch relativ einfach. Du musst dann irgendwie so einen URL eingeben und ein paar anderes Zeug und irgendwann sehen zwei Leute im selben Raum dasselbe. Mein Gott. Also die wollen den kleinen Android-Fritzen da sehen. Und vielleicht schaffen sie es. So ungefähr müsst ihr euch mich in den nächsten zwei Tagen vorstellen. Ne?
So, das ist die Technik mit diesen Cloud Anchors. Also Google scannt dein Zuhause oder irgendeinen Platz. Danach geht das in die Cloud. Und dann kannst du sozusagen mit einem zweiten auf diese Daten zugreifen. Also ich könnte auch irgendwas da hinlegen. Und wenn du dann wiederkommst, dann liegt das noch da, außer jemand anderes hat es weggelegt. Per se ist das ganz geil. Nur wenn ihr euch jetzt mal überlegt, das kann ja eigentlich nur gehen, wenn Google sich dein Zuhause speichert. So, ist ja eigentlich für Google auch ganz gut, wenn die mal wissen, wo bei dir die Tische stehen, wie groß die sind, wie groß dein Wohnzimmer ist. Und ich bin mal gespannt, also ich habe das im Verband auch schon mal angeregt, dass man sich mal Gedanken macht, wie man das denn einigermaßen mit einem Consent belegt, weil es natürlich schon krass ist, dass Leute wahrscheinlich draußen ihre Fassade für Street View verpixelt haben und ihr Wohnzimmer aber, weil sie halt das machen, unter Umständen, halt auf einmal irgendwie offen ist. Also da muss man wieder aufpassen, dass nicht quasi falsche Entscheidungen getroffen werden oder dass zumindest die Leute verstehen, was man eben dafür braucht, weil es geht nicht anders. Irgendwas muss in die Cloud wandern und da geht es eben darum, dass auch gesetzlich man sich darum kümmert, dass dieses Ding dann halt mir gehört, dass mein Raum zum Beispiel mir gehört und dass ich den freigeben muss und mit den Daten halt. Aber dann ist das eine großartige Sache. Also Shared Experiences, das wird das nächste Ding sein, wo wir uns reinknien, weil das unheimlich Spaß macht. Bin jetzt schon fast am Ende. Das ist das Interface. Facebook AR. Wer von euch macht denn 3D-Sachen? Was macht ihr da, wenn ich fragen darf? Macht ihr schon physically based Rendering oder wo ist da euer Schwerpunkt? Okay, weil tatsächlich ist das ja nur ein Composer. Das heißt, die ganzen Models müssen eigentlich vorher fertig gemacht werden. Dann müssen die halt in den Formaten, die also OBJ oder FBX oder GLTF2 oder jetzt USDZ, müssen die da halt hochgeladen werden und dann kann man da aber Sachen mitmachen. Und das ist unheimlich spannend, weil du da drin halt so eine Kamera hast, die sofort, ist das eigentlich ein Video? Moment. Ein Video. Also ich könnte euch das jetzt zeigen, aber es ist ein bisschen, also wenn es irgendjemand interessiert, guckt euch mal an, Facebook AR Studio oder das heißt jetzt Sparks AR Studio, kann man wirklich sehr schön mitarbeiten, um solche Experiences zu machen. Es gibt auch eine App für Android und für iOS, wo man die Dinger sofort auch testen kann. Ja? Also alle Dinge, die ihr da abgefilmt gesehen habt, habe ich in der Test-App. Die sind nie veröffentlicht worden, die sind alles nur Mockups, die wir gemacht haben. Und ich glaube, ich wäre jetzt schon fast am Ende. Deine mitreisenden Video. Actually, sick. Tja. Okay. Das wäre es von meiner Seite aus.